Kim am Ende? Ich hätte mich schon über einen Brief gefreut. Und ich fühle mich einfach schlecht, wenn ich dann sage, ja, du hast mir keinen Brief geschrieben oder sonstiges, weil ich meine Mama einfach nicht enttäuschen will. Aber ich hätte mich natürlich gefreut über einen Brief. Ausgerechnet die Favoriten Fabio und Lucy legen sich miteinander an. Ja, sowas macht man einfach nicht. Der kann sich denken, was er will. Ich bin auch der Mensch, der hier alle Nachtwachen eigentlich nimmt und überhaupt nicht einmal darüber gemeckert hat. Da muss man schon morgen nochmal drüber reden. Und es gibt eine große Eskalation. Du hast halt Böse in dir oder du hast es nicht und sie hat es maximal in sich. All das und noch einiges mehr gab es an Tag 13 vom Dschungel. Wahnsinn, das bedeutet, dass wir ja bald schon irgendwie am Ende sind. Aber vorerst habe ich auf jeden Fall noch eine Menge zum Kommentieren, Parodieren und Analysieren. Hallo, ich bin Alex aka Onion Dog und wie mein Name ja schon verrät, mag ich Hunde sehr, sehr gerne. Allerdings mag ich Katzen auch sehr gerne, auch wenn mir das irgendwie immer keiner glauben will. Aber das ist ja eigentlich auch nicht so wichtig. Und was du auf jeden Fall magst, ist dir bestimmt die Folgen vom Dschungel in voller Länge anzuschauen. Das kannst du immer bei RTL Plus und das ist immer einer der ersten Links in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir starten wie immer mit dem schönsten Ruf im deutschen Fernsehen. Der ist dieses Mal aber irgendwie komisch. Das müssen Sonja und Jan ausnahmsweise alleine machen. Danke, ihr zwei. Ihr seid aber wegen dem Kim-Terror auch schon ein bisschen weich in der Birne, oder? Naja. Der wird heute übrigens noch ein bisschen schlimmer. Vorerst starten wir aber mal wirklich genau da, wo die letzte Folge aufgehört hat. Nämlich nachdem die Stars ihre Briefe von zu Hause bekommen haben. Naja, und darin gab es ja durchaus einige positive Neuigkeiten. Weil der liebe Eugen eine sehr nette Botschaft hinterlassen hat. PS, go for it. Also er hat die Genehmigung bekommen. Und fand ich schon richtig cute. Ja, mit anderen Worten, jetzt ist endlich Zeit und Platz für die Romanze zwischen Mike und Layla. Wobei der Dschungel halt bald vorbei ist. Ich immer noch der Meinung bin, dass das mittelgradig inszeniert ist und ist es, glaube ich, die meisten Zuschauer auch gar nicht so sehr interessiert. Aber ganz lieb miteinander sind die beiden ja trotzdem. Geht's dir gut? Ja, und dir? Ja. Ja, ist gut? Ja. Ja. Oder bist du traurig? Nein. Ist gut, oder? Ja, das ist halt schön. Ja. Vorerst wird Mike allerdings nicht in Layla schlafen, obwohl jetzt langsam mal wieder Schlafenszeit ist. Und wie ihr wisst, spielen dabei ja immer die Nachtwachen eine große Rolle. Ich habe es schon mal erklärt, die sind gar nicht unbedingt dazu da, wirklich das Feuer zu bewachen, sondern in erster Linie die Stars abzufacken, weil die haben ja auch nicht mal eine Ahnung, wie spät es ist und wie man die Nacht in drei vernünftige Teile teilt. Allerdings sind die dieses Jahr gar nicht so blöd. Also eigentlich schon, aber in diesem Falle nicht. Und sie haben sich da sogar etwas ausgedacht, um das abschätzen zu können. Wir teilen die Nachtwache ungefähr in drei Teilen. Und wir haben uns da irgendwelche Ausrechnungen gemacht. Also mit. Das ist so ein Moskitokringel. Wir haben so mehrere Unterteilungen. Es sind so 1,5 Umdrehungen, ist dann quasi eine Schicht. Und es sind dann drei Schichten. So. Und das finde ich per se an sich eine ganz gute Idee. Nur wenn man so eine Art Regel hat, dann muss man sich natürlich auch dran halten. Also findet insbesondere Fabio. Lucy hingegen sieht das ein bisschen lockerer. Und weil sie eh schon so viel im Camp macht, möchte sie sich vielleicht auch einfach ein paar Minuten sparen. Hast du deinen Teil jetzt schon angezündet, oder? Ja, unsere gute Lucy hat die Spirale zu früh angezündet. Und dadurch hat sie schon gebrannt, während die Nachtwache noch gar keine Nachtwache hatte. Eigentlich blöd für uns, weil so. Ach so, da müssen wir länger. Ja, ja. Ja, und ich glaube, für jeden von uns jetzt auf dem Sofa oder hier vor dem PC wäre das vielleicht gar nicht so schlimm. Aber man darf natürlich nicht vergessen, die Stars leiden wirklich ziemlich krass unter Schlafmangel. Und da kämpft man dann irgendwann wegen jeder Minute. Und Fabio nimmt Lucy das wirklich übel. Ja, sowas macht man einfach nicht. Der kann sich denken, was er will. Ich bin auch der Mensch, der hier alle Nachtwachen eigentlich nimmt und überhaupt nicht einmal darüber gemeckert hat. Da muss man schon morgen noch mal drüber reden.
Naja, aber ich muss sagen, ich kann hier wirklich beide Seiten ganz gut verstehen, denn Lucy hat ja auf jeden Fall recht, die macht ungefähr alles im Camp, die macht ja sogar sauber und dann hat sie sich diese 5 Minuten bestimmt verdient. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Fabio auch ein kleines bisschen recht hat und eigentlich ist dieser Streit ja nicht so schlimm und Mike hat auch einen ganz vernünftigen Vorschlag, wie man ihn lösen könnte. Aber vielleicht machen wir ein bisschen länger, ne? Weil wir dann schon früher angemacht haben. Lucy ist ein kleiner Fuchs. Vielleicht wollte Lucy da ein bisschen schummeln. Naja, und dann ein paar Minuten länger zu machen, das löst das Problem doch wirklich. Weil dann müssen Fabio und Layla ein bisschen später anfangen, beziehungsweise können früher aufhören und dann ist doch eigentlich alles perfekt. Ja, für Fabio aber trotzdem nicht so richtig. Nicht unbeabsichtigt gemacht, sondern absichtlich. Und da wusste ich schon so, jetzt hat es sich ertappt gefühlt. Ist noch so zu sagen, ja, wir haben länger gemacht. Und so wenig schlimm dieser Streit jetzt wirken mag, er hat tatsächlich krasse Auswirkungen auf diese Folge. Dazu aber später nochmal ein bisschen mehr. Denn erstmal müssen wir uns später in der Nacht natürlich noch den Streit anschauen, den es ja nun irgendwie gefühlt schon seit Folge 1 gibt. Layla und Kim wegen Mike. Und darüber wird mal wieder gesprochen. Denke ich halt langsam, okay, vielleicht ist es, dass du selbst so manipulativ bist. Und das auf mich schieben möchtest. Und wisst ihr was, ich bin ganz ehrlich, ne? Ich bin diesen Streit langsam leid. Weil hier muss man auf jeden Fall meiner Meinung nach festhalten, da haben alle irgendwie so ein bisschen Schuld. Ich persönlich finde Kim am schlimmsten, ich verstehe auch diese andauernde Provokation nicht, aber man muss fairerweise auch dazu sagen, Layla ist schon auch wirklich manchmal ein bisschen intrigant und ich glaube, sie kann auch sehr schwierig sein. Aber immerhin würde ich ihr zugute halten, dass sie, glaube ich, auf diesen Streit auch keinen Bock mehr hat. Es ist so krass, wie man so abgewichst sein kann. Und du versuchst gerade mit allen Mitteln, indem du lieb und auf Mitleid machst, versuchst du gerade mit allen Mitteln auf diese Tour mich hier sozusagen rauszuekeln. Okay, Layla, ich kann deinen Standpunkt verstehen. Ich muss aber auch festhalten, wo macht Kim denn bitte auf lieb? Ich glaube, es gab schon seit längerer Zeit im Dschungel niemanden mehr, der einfach nur so unbeliebt war wie die. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass Kim wirklich ein Problem damit hat, Schuld anzuerkennen. Im Zweifel sind es immer die anderen. Und wenn sie auch ein bisschen was damit zu tun hat, dann natürlich nur, weil sie eine Frau ist und so aussieht. Das ist aber auch ein bisschen billig. Ich würde sagen, Layla hat schlechte Erfahrungen mit anderen Frauen gesammelt, vielleicht die auch gerade diesen Look hier verkörpern und deswegen denkt sie vielleicht in Klischees. Nee, Kim, ganz ehrlich, das ist mir wirklich zu billig, wie ich eben schon gesagt habe. Und deswegen habe ich leider auch ein bisschen ein Problem, kurz darauf Mitleid mit Kim zu empfinden, denn sie hat ja nur einen Brief von ihrem Schamanen und ich glaube besten Freund bekommen und das ist zwar ganz schön, aber sie hätte sich eigentlich was anderes gewünscht, nämlich einen Brief von ihrer Mutter und ich kann das gut verstehen und das sind mal Tränen, die ich ihr auch abnehme, aber so richtig nahe kommt sie mir damit halt auch nicht, ne? Ich hätte mich schon über den Brief gefreut und ich fühle mich einfach schlecht, wenn ich dann sage, ja, du hast mir keinen Brief geschrieben oder sonstiges, weil ich meine Mama einfach nicht enttäuschen will. Aber ich hätte mich natürlich gefreut über einen Brief. Mögt ihr mir eigentlich mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diesen ganzen Streit und dieses ganze Thema mit Kim einfach auch nur noch ermüdend findet? Ich muss nämlich sagen, ich habe mir spätestens zu diesem Punkt in der Folge wirklich gewünscht, dass Kim jetzt einfach mal rausgewählt wird, damit man mal über was anderes sprechen kann. Wir können das jetzt aber glücklicherweise, denn die Dschungelprüfung steht an und die bestreiten diesmal die Männer, Fabio und Mike. Und die haben auch ganz klare Wünsche, was sich RTL ausgedacht haben soll. Schön wäre jetzt, keine Ahnung, ja. Massage so? Massageprüfung. Ja, so durchhalten, wer am längsten durchhält, massiert zu werden, wäre natürlich geil. Oder gekitzelt, so eine Kitzelprüfung. Ja, das ist jetzt nicht so geil. Ist das schwierig? Ja, schwierig. Boah, ganz ehrlich, ne, eine Massageprüfung könnte ich auch gut brauchen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber seit ich irgendwie tagsüber schlafe, habe ich nämlich auch übelste Verspannung. Also wenn einer von euch zufällig, da wisst ihr was, wird sowieso keiner tun und das auch völlig zu Recht. Und wir gucken uns lieber die Dschungelprüfung an und die ist endlich mal wieder was ganz anderes. Denn hier kommt eure Dschungelprüfung Gondela Graus. Endlich mal was in der Höhe. Und übrigens finde ich das irgendwie lustig, ne? Weil beim Sommerhaus der Stars und bei den meisten anderen RTL-Formaten ist irgendwie mal alles in der Höhe und beim Dschungel irgendwie relativ wenig. Aber naja, ich weiß gar nicht, ob es diese Prüfung so dann schon mal gegeben hat. Ich muss sagen, die fand ich mal wieder ein bisschen interessanter. So, derjenige, der in der roten Gondel ist, das wirst du sein, Fabio. Der muss dort die Sterne, die in Boxen versteckt sind, aufschließen mit einem passenden Schlüssel. Und sie dann zu Mike in der blauen Gondel werfen. Scheiße. Du musst dann diese passende Kugel
in das passende Böckchen, in die passende Box einschließen. Die sind farblich markiert. Und das ist eigentlich schon alles. Naja, so ganz alles ist das natürlich nicht, denn es gibt auch wieder tierische Begleiter. Und weil viele von euch übrigens gefragt haben, was zum Beispiel mit den Kakerlaken nach den Dreharbeiten eigentlich passiert. Ja, also nach allem, was ich so weiß, werden die weggeputzt und verwertet. Was natürlich nicht besonders schön zu hören ist. Ah, du lieber Gott. Das Ganze anklicken lassen. Oh nee, das sind Passagiere, die wollen auch hoch mit eurer Gondel. Die haben bezahlt. An sich muss man aber festhalten, Mike und Fabio haben das ganz gut ausgehalten und waren auch relativ schnell, zumindest am Anfang, mit den Schlüsseln. Das Kritische war jetzt aber natürlich immer diese Bälle, um die es ja geht, oft zu dem anderen rüberzuwerfen. Dabei kann natürlich viel schief gehen. Mike, den hast du. Komm, komm. So. Elegant! Jawohl, Mike! Guter Wurf. Sau guter Wurf. Scheiße. Guter Wurf. Man kann auch sagen, der Mike war ein guter Receiver. Das ist richtig. Yay, endlich mal wieder Football-Werbung. Na gut. Aber dann war es jedenfalls so, dass Mike das Problem hatte, dass er seine Schlösser nicht so gut aufbekommen hat. Und ich weiß ja nicht, ob es dir genauso geht, ne? Aber bei der Stelle gleich musste ich an eine absolute Trash-TV-Legende denken. Oder das geht nicht hier. Ja, warte. Kann auf sich auch hinstellen. Da geht einfach kein Schlüssel. Mike! Ey, ich habe jeden drinne gehabt. Drehst du sie in die richtige Richtung, Mike? Jetzt aber! Und, weißt du, was ich meine? Ich musste auf jeden Fall an Nadine the Brain Erdbeerkäse denken, als sie damals in ihrer Tauschwohnung angekommen ist und auch den Schlüssel irgendwie nicht verwenden konnte und gesagt hat, keiner passt. Ach ja, das war schön damals. Und ein bisschen haben die beiden sich dann übrigens auch weiterhin wie Nadine angestellt, denn auch mit dem Werfen hat es nicht mehr so gut geklappt. Jetzt ganz gut, pass auf! Gut. Scheiße! Ah! Am Ende konnten sie dann aber doch noch einige Sterne erspielen, aber man stellt sich dann natürlich die Frage, naja, wie beendet man so eine Prüfung denn jetzt passend? Na klar, mit einem Bäuchlings-Mini-Bungee-Sprung, während noch ganz viele Kakerlaken auf einem drauf sind. Auch ein bisschen unnötige Tierquälerei, oder? Naja, am Ende stand dann jedenfalls das Ergebnis fest, 3 von 8 Sternen. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so großartig und lag primär daran, dass Mike so große Probleme mit den Schlössern hatte. Aber gut, das kann man verstehen, der hat ja auch gar keine handwerkliche Ausbildung. Also die Schlösser waren auf jeden Fall komplizierter, als ich mir vorgestellt habe. Wir sind ja beide Mechatroniker. So ist es. Und da haben wir schon umgedacht. Natürlich links auf, rechts fest. Links auf. Rechts zu. So ist es. Und wenn fest ist, nach fest kommt ab. Ja gut, Jungs, jetzt aber mal Ausreden beiseite. Ich muss jetzt ehrlich sagen, 3 von 8 ist nicht so stark. Und Fabio, wenn du wirklich Dschungelkönig werden möchtest, musst du dich verbessern. Ich hoffe, das seht ihr ein, oder? Na, 4 hätten wir schon. Da war unser Fehler. Ja, klar. Aber ich sag mal, zwischen 3 und 4, da wäre halt eine Karotte mehr gewesen oder sowas. Na, ich weiß ja nicht. Und wir wollen uns gleich mal angucken, was das jetzt eigentlich für das Gewinnen der Dschungelkrone so bedeutet. Vorher wollte ich dich aber mal einladen, auch was zu gewinnen. Nämlich den Umstand, nie wieder ein Video bei mir zu verpassen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Das würde mich sehr freuen. Und ich sag's an dieser Stelle nochmal, wenn wir bis zum Ende des Dschungels 356.000 Abonnenten erreichen, dann gibt's hier auf jeden Fall noch ein Gewinnspiel. Und wie das dann übrigens ablaufen wird, das erkläre ich euch natürlich. Und um das auch nochmal zu sagen, es werden natürlich alle daran teilnehmen können, also jetzt nicht nur neue Abonnenten. Ich habe die alten natürlich auch lieb. Aber gut, dann habe ich euch ja schon versprochen, es geht im Camp jetzt durchaus langsam so ein bisschen darum, ja, wer gewinnt denn jetzt am Ende die Dschungelkrone? Tim, was ist denn zum Beispiel dein Tipp? Weißt du, dass ich mittlerweile gar nicht mehr weiß, wer es gewinnt? Ich auch nicht. Weil klar, ich sehe Lucy auch super weit vorne. Aber everything can happen here. Also ich persönlich muss auch sagen, ich sehe Lucy mittlerweile meilenweit voraus. Wie gesagt, am Ende der Folge heute merkt man das noch ein kleines bisschen deutlicher. Kim allerdings hat da eine ganz andere Vermutung. Wie wäre es denn, wenn ihre größte Konkurrentin gewinnt? Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht Layla gewinnen lassen. Zuschauer? Ja. Nee, glaube ich nicht. Ist halt so Evelyn Bodecki 3.0. Da vertust du dich aber. Dafür war zu viel Drama. Würde ich allerdings auch sagen, zumal Layla wirklich manchmal ein bisschen intrigant rüberkommt und irgendwie fehlt ihr auch so ein bisschen das Charmante von Evelyn Bodecki. Aber wisst ihr, wer jetzt in der Betrachtung noch ein bisschen fehlt?
24 Tim. Denn man darf natürlich nicht vergessen, der hat eine riesengroße Fanbase. Da ist allerdings wiederum Felix der Meinung, dass der nicht gewinnen kann. Tim, auch dieses Überhebliche zwischendrin, dieses aufgesetzte lustig sein müssen, tanzen hier, da, wo es einfach gerade nicht passt. Ja. Weiß ich nicht, ob das so gut bei denen da draußen ankommt. Ja, hat er durchaus auch noch einen Punkt. Und ob Tim tatsächlich immer ehrlich ist oder manchmal auch eine Rolle spielt, sehen wir heute interessanterweise auch nochmal. Aber Felix, jetzt mal so Hand aufs Herz, ne? Du hältst dich doch selber meistens für den großartigsten Menschen der Welt. Dann musst du doch eigentlich denken, dass du gewinnst. Wenn ich jetzt diese 7 mal abgesehen von außen zugucken würde, dann würde ich mich rauswählen als nächstes. Meinst du? Ja. Wisst ihr, was ich super finde? Dass Felix mir mit diesem einen Satz plötzlich wirklich ein kleines bisschen sympathisch geworden ist, weil irgendwie so ein bisschen Selbsteinsicht hat ihm ja bisher tatsächlich gefehlt. Ob das zu spät ist? Naja, wir werden sehen. Was man aber auf jeden Fall merken kann, ist, dass Felix ziemlich unzufrieden ist, denn er als Camp-Papa seines eigenen Herzens möchte eigentlich was anderes. Gerade war es jetzt wirklich so, jeder macht so, was er will. Lucy und ich sind die Einzigen, die im Camp abrocken und uns ums Zeltholz kümmern, ums Feuer und ums Wasser. Ich würde auch mal gerne mal kurz abschalten können, so eine halbe Stunde. Wurde Wasser jetzt nachgefüllt? Nee, solange es oben was noch was gibt, ist alles okay. Eine Sache, die man Felix ja auf jeden Fall sonst zugutehalten muss, ist, wenn ihn etwas stört, dann sagt er das auch auf jeden Fall. Und ich glaube, er hat da gleich sogar versucht, ein bisschen ironisch zu sprechen. Hat aber nur so mittelgut funktioniert. Wäre nur schön, wenn ihr euch alle daran halten würdet. Woran? Immer mal drauf achten hier, dass wirklich 2 Leute hier sind. Ja, so ein bisschen so Feriencamp. Aus 12 mach 6 und alle machen, was sie wollen. Währenddessen sind Mike und Fabio dann auch wieder zurück und wisst ihr was? Ich glaube, in jedem anderen Jahr hätte man bei 3 Sternen so ein bisschen die Nase gerümpft, es hätte vielleicht einen Streit gegeben und am Ende wäre sogar irgendjemand explodiert. Aber dieses Jahr freut man sich wirklich über alles, was nicht bedeutet, dass es ausschließlich Reis und Bohnen gibt. Ja, wir haben 3 Sterne von 7. Okay, das ist gut. War schon herausfordernd. Natürlich war ich stolz auf Mike. Hat er gut gemacht. Der Cutie. Ja, ein wirklich absolut großartiges Ergebnis oder auch nicht. Was ja auch ein großartiges Ergebnis ist, wenn man so möchte, ist, dass Heinz Hönig in der letzten Folge ausziehen durfte, aus gesundheitlichen Gründen, und ich glaube, das ist auch ganz gut für ihn. Er wurde da nicht so ganz klassisch begleitet, wie man das sonst so kennt, sondern es gab ein paar privatere Bilder, wie er seine Familie wieder sieht, und das fand ich tatsächlich irgendwie schön. Der Papa. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann euch gar nicht so richtig erklären, warum, weil er hat ja nicht viel gemacht, aber irgendwie mag ich Heinz. Und auch wenn ich es immer noch ein bisschen schwierig finde, dass er in so einem doch recht hohen Alter tatsächlich nochmal Vater von so jungen Kindern geworden ist. Ich glaube, Liebe gibt es in dieser Familie auf jeden Fall genug. Das Wiedersehen, man könnte auch sagen, ich war 3 Jahre weg. Aber wir haben uns alle gleich wieder erkannt. Schon mal sehr gut. Und wir lieben uns halt. Ach Mensch. Schön. Und tatsächlich gab es dann auch noch mal was Schönes im Camp, nämlich etwas, was mir in diesem Jahr oft ein bisschen gefehlt hat. Nämlich eine Schatzsuche. Und ich weiß gar nicht, ob dir das so ähnlich geht, aber tatsächlich fand ich die Schatzsuchen in den vergangenen Jahren immer ganz cool. Die werden ja momentan ganz oft ausgelagert, entweder irgendwie eine Stunde danach oder man kann die nur online gucken. Finde ich eigentlich ein bisschen schade. Jetzt gibt es nämlich endlich mal wieder eine mit einer ungewöhnlichen Paarung. Ein Schatzsüchlein. Wir haben eine Schatzsuche. Habe ich direkt Bock. Ich watsche dir einfach hinterher. Genau, weil du ich watschelst die mir Karte hinterher. Falsch rumhalten, du trägst oder? Mich durchs Wasser. Genau. Es sieht nach Wasser aus. Und ja, cool, freuen wir uns drauf. Ja. Toll. Und ich glaube, Layla muss sich auch überhaupt keine Sorgen machen, denn sie hat ja Felix bei sich. Und falls du das nicht wissen solltest, der ist nicht nur Pfadfinder gewesen. Nein, der hat die Pfadfinder eigentlich erfunden. Als ich Pirat sein durfte am Theater, haben wir, glaube ich, 1-2 Mal in der Woche Piratenschatzsuchen gemacht in Boltenhagen am Strand. Und ja, ich krieg's hin. Wo sind wir denn? Ey, wo sind wir denn jetzt hier? Komm, geh du mal vor. Okay. Am Ende kommen sie dann allerdings trotz Felix glücklicherweise an und finden natürlich eine Aufgabe vor, die mich auch wieder so ein kleines bisschen an Sommerhaus erinnert hat.
Zusammen müsst ihr 4 Rezepte auswendig lernen. Die Zutaten der Rezepte sind jeweils auf 2 Tafeln aufgeteilt. Habt ihr das Gefühl, alle Zutaten zu kennen, lauft ihr in die Mitte und sagt das Rezept abwechselnd auf. Für jedes Rezept, das ihr innerhalb der Spielzeit richtig aufsagt, gewinnt ihr einen Schlüssel für die Schatztruhe. Also mit anderen Worten, Mini-Parcours und ziemlich viel merken. Naja, und da muss ich jetzt wirklich sagen, ohne ihn verarschen zu wollen, da hat Felix natürlich ein paar Vorteile. Also als Schauspieler lernt man ja viel Texte zu lernen. Egal, ob es bei GZSZ ist oder auf irgendeiner Bühne. Ne? Texte lernen gehört dazu. Wir versuchen es einfach. Okay. Eben. Und deswegen war ich mir auch wirklich sicher, dass Felix das sehr gut meistern würde. Und Leila eher nicht so. Und tatsächlich war es dann natürlich wieder genau andersherum. 2/3 die Mette unbehandelt. 1 Zweig Thymian. 282 Milliliter Traumsaft Weiß. 275 Milliliter Weißwein trocken. 3 cl Orangenlikör. Ich weiß. Nochmal. Ich hab einen Herzinfarkt erlitten. Der Orangenlikör war bei mir falsch. Na gut, aber das war ja nun ein einmaliger Fehler. Und ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Felix noch häufiger passiert. Aber irgendwas hat der Eiweißmangel jetzt mittlerweile wohl mit seinem Hirn gemacht. Vorspeise. Bullabies mit Paprikacreme. 1,5... Ach. Warum? Wie kann ich mich denn jetzt mal so erschrecken bei der Scheiße? Fairerweise muss man aber sagen, umso weiter die Runden gingen, umso schlechter wurde Leila dann auch noch. Ich glaube, die sind diese wenigen Meter wirklich sehr oft gelaufen. 750 Gramm Rinderhackfleisch. Fuck! Mann! Ein Lorbeerblatt. Fuck! Am Ende konnten sie deswegen auch nicht alle Schlüssel erspielen, mit denen man dann die Schatztruhe öffnen kann. Das heißt, man braucht ein bisschen Glück. Ja. Und man sagt ja immer, ne, das Glück ist mit den Dummen. Ja, der Erste, gleich ja, der Erste. Direkt der Erste. Guck dir das an. Ja! Muss man dazu noch was sagen? Ich denke nicht. Von diesen positiven Neuigkeiten ahnt man im Camp allerdings noch nichts. Und deswegen geht es mal wieder um unser aller Lieblingsthema, nämlich Mike. Denn auch Kim hat ja letztes Mal einen Brief von ihrem Schamanen bekommen und da gab es ja bestimmte Tierbezeichnungen für andere Bewohner. Da wollte Mike sicherheitshalber nochmal nachfragen. Ha? Meinte der mit Dackel eigentlich mich? Nee, Schlange. Mit Schlange meinte der mich? Ja, klar. Er ist mutig. Bitte? Er ist mutig, ne? Bin ich eigentlich der Einzige, der sich relativ sicher ist, dass mit Dackel Mike gemeint ist? Aber gut, letztlich können wir den Schamanen übrigens natürlich nicht fragen, der wohl tatsächlich auch in Mikes Leben schon mal vorgekommen ist, auch wenn er das am liebsten vergessen will. Ja, er kennt mich ja nicht. Naja, er hat dir die Karten gelegt. Und wir haben uns die Karten legen lassen, wie gut unsere Connection ist, wie sehr das Früchte tragen kann. Und da kam auch raus, unsere Connection ist sehr, sehr groß, es kann große Früchte tragen. Ja, okay. Oder halt auch nicht. Und dann kann man auch mehr oder weniger wieder mal alles sagen. Und dann bin ich auch schon wieder der Meinung, dass der Schamane am Ende des Tages sowieso nur ein Scharlatan ist. Mike stimmt mir da auch zu. Der hat mir nur gesagt, dass ich einen Fluch auf mir habe damals. Ja. Aber ich glaube daran nicht, an sowas. Wobei man hier natürlich sagen muss, da hatte der Schamane dann doch wieder recht, ne? Weil Mike hat natürlich einen Fluch und der hat 3 Buchstaben und sitzt am Lagerfeuer neben ihm und hat in Mikes Augen ungefähr gar keine guten Seiten mehr. Du hast keine guten Seiten bei mir gesehen oder großteils eigentlich fast nur. Jeder hat gute Seiten, jeder hat schlechte Seiten. Ja, du siehst halt bei mir irgendwie nur die schlechten nur noch. Ja. Die sind auch überwiegend. Das war auf jeden Fall ein ziemlicher Tiefschlag, den Mike im Interview dann nochmal ein bisschen verstärkt. Glattes technisches K.O. für Kim. Du hast halt Böse in dir oder du hast es nicht und sie hat es maximal in sich. Ist Kim tatsächlich der Teufel? Naja, in ihren Augen bleibt sie auf jeden Fall der Engel und ist immer noch der Meinung, sie ist überhaupt nicht obsessed mit Mike. Auch wenn immer noch alles, was sie sagt, tut und plant, bedeutet, dass sie obsessed mit Mike ist. Er möchte halt sich, glaube ich, einfach nicht eingestehen, dass er selbst emotionaler in dem Thema unterwegs war und das eben nicht nur eine Kleinigkeit mit mir war. Das Ding ist vorbei. Schon lange, lange Zeit. Umso weniger er es zugeben möchte, umso mehr ist er emotional drin. Alter Schwede, ich bin dieses Thema so leid, ne? Aber naja. Das ist dann aber interessanterweise sogar bei den Schatzsuchern auch nochmal kurz ein Thema, obwohl die ja nicht mal im Camp sind. Denn die werden auch nochmal gefragt, wen sie eigentlich so für die Falschesten halten. Und da gibt es eine Antwort mit Kim, die wir uns schon denken können und eine, die vielleicht ein bisschen überraschend ist.
Klar ist da immer eine Person bei uns im Camp, beziehungsweise zwei, bei denen wir uns nicht zu 100% sicher sind, ob das alles echt ist, was von denen kommt, wie zum Beispiel Kim. Ne? Bei Tim wissen wir halt auch nicht so. Ne? Der ist auf einer Seite ist er mit uns ganz echt, aber sobald er dann mit Kim zusammen ist, dann wird er auf einmal eine ganz andere Person. Interessant. Und wir haben heute ja schon mal sowas Ähnliches von Felix gehört. Und tatsächlich ist es ja so, dass Tim ganz gerne mal die Aufmerksamkeit auf sich zieht, egal ob das gerade Sinn ergibt oder nicht. So behauptet er zum Beispiel auch, er hätte Würmer in seiner Jacke. Das sind Würmer? Ja, lass halt mal still, ich sehe ja gar nichts. Die sind jetzt tot, ne? Vorher waren die ein bisschen größer und haben sich bewegt. Das sind doch keine Würmer. Oh, jetzt bitte sag nicht, ich verarsche dich. Das sind ja auch keine Würmer. Doch. Das sind die Faden von innen. Nee, also jetzt. Diese. Also ich glaube auch nicht, dass das Würmer sind. Also jetzt. Leider, muss ich sagen, wurde das dann von RTL nicht aufgeklärt. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass da plötzlich Würmer in der Jacke sind. Und ehrlich gesagt ist die Begründung der anderen, die drauf geguckt haben, für mich genauso plausibel. Und das ist genau das, was ich bei Tim tatsächlich nach wie vor nicht so gerne mag. Manchmal ist das echtes Attention-Whoring, oder? Ihr glaubt es wirklich nicht, ne? Haben sich bewegt? Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube mir wirklich, sag mal, denkt ihr eigentlich, was glaubst du denn, was das ist? Flusen von innen. Wie gesagt, leider wurde das erstmal nicht aufgeklärt. Dafür waren die Schatzsucher allerdings zurück. Aber, falls du das nicht wissen solltest, die Schatzsuche alleine reicht nicht. Man muss am Ende dann auch immer noch eine Frage beantworten. Und man weiß an dieser Frage immer schon relativ schnell, ob RTL eigentlich möchte, dass man die Schatztruhe öffnen kann oder nicht. In diesem Falle definitiv ja. Wie viele Konsonanten folgen in dem Wort Angst, Schweiß aufeinander? Oh, das ist ja einfach. Halle ist A, E, I, O, U, E. So. Wie kann man mit den Konsonanten Astronauten oder was wir da noch alles haben? Ja, für mich war das einfach nur ein Wort. Viele von euch wissen das ja, aber ich war tatsächlich Grundschullehrer und habe auch Deutsch unterrichtet. Und ja, das können tatsächlich Kinder am Ende der ersten Klasse. Und dementsprechend gab es natürlich dann am Ende auch einen wundervollen Gewinn. Und dann wusste man auch, warum RTL diesen Gewinn unbedingt wollte. War nämlich ein Placement. Jawohl! Abo! Hierzu allerdings meinerseits auch mal eine kleine Geschichte. Ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt. Ich habe ja tatsächlich mal 70 Kilo in einem Jahr abgenommen. Also tatsächlich freiwillig, ist eine lange Geschichte, erzähle ich vielleicht irgendein anderes Mal. Und in der Zeit habe ich so ziemlich nichts mit Salz gegessen und dann irgendwann, nachdem ich fertig war, wenn man so möchte, auch mal wieder eine Tüte Chips. Und was soll ich sagen? Ja, hat eigentlich erstaunlich scheiße geschmeckt, wenn man dann erstmal merkt, wie versalzen die Dinger wirklich sind. Guck's dir an. Oh, nein. Oh, oh. Na gut, aber das sei den Stars natürlich trotzdem gegönnt und damit sind wir auch schon wieder fast am Ende der Folge. Es gab aber noch eine große Überraschung und darauf habe ich jetzt ja schon ein paar Mal hingearbeitet. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich war mir eigentlich zu 99% sicher, heute wird Kim rausgewählt, aber tatsächlich gab es von Jan und Sonja eine interessante Info. Kim, du bist es nicht. Danke. Krass. Und nicht nur das, denn das vielleicht haben dann nicht nur Felix, sondern auch noch Fabio bekommen. Und wie gesagt, ich war eigentlich bisher der festen Überzeugung, dass der absolut sicher im Finale ist und jetzt könnte er vielleicht gleich draußen sein. Das muss definitiv am Streit mit Lucy liegen. Das Camp heute verlassen muss Felix. Uff, das war knapp und ich bin auch ganz ehrlich, ich hätte das mit Fabio sehr, sehr schade gefunden und deswegen habe ich heute mal sowieso eine kleine Bitte an dich. Und zwar möchte ich jetzt gegen Ende der Staffel ganz gerne mal wieder für einen Star anrufen und das werde ich natürlich dann hier auch live, wenn man so möchte, in meinem Video machen. Ich mache irgendwie einen angepinnten Kommentar. Und wenn du da drunter kommentierst, für wen ich anrufen soll, dann zähle ich das am Ende aus und rufe dann für den an, der am meisten Stimmen bekommen hat. Und dann hören wir mal, was es da für ein niedliches Sprüchlein am Telefon gibt. Die sind nämlich eigentlich immer ganz lustig. Und ich halte mich da dieses Mal auch komplett raus. Das dürft auf jeden Fall nur ihr entscheiden. Also, unter den angepinnten Kommentar schreiben. Und naja, wenn ihr da unten sowieso seid, ne, Daumen nach oben fürs Video macht natürlich Sinn. Und das müsst ihr jetzt streng genommen sowieso wieder tun. Denn sonst müsst ihr jetzt mit euren Nasen überprüfen, ob das auf der stinkenden Jacke von Tim wirklich Würmer waren.